Ich wende mich jetzt an dich. Ja, an dich, den ich gerade sehe. Du sitzt gerade auf dem warmen Sofa womöglich und denkst dir nichts dabei und hoffst, dass alles gut ist, obwohl die ansteigenden Kataklysmen bereits dein Haus erreicht haben. Du verschließt die Augen vor der Wahrheit, die schon offensichtlich ist. Du hast vielleicht Geldsorgen oder andere Probleme in der Familie oder sonst irgendwas. Aber das hat jeder. Und Millionen Menschen auf der ganzen Welt, trotz dieser Probleme, bewegen sich und handeln, um die ganze Welt zu vereinen. Ich möchte dir eine einfache Frage stellen. Haben die Probleme, Geldsorgen, Familienprobleme oder sonst irgendwelche Probleme auf der Arbeit, im Geschäft, spielt keine Rolle, irgendeine Bedeutung, wenn du kein Zuhause, ja nicht einmal Luft zum Atmen hast, geschweige denn Essen und Trinken, und wenn du nicht einmal den Planeten hast, morgen, wenn du heute nichts tust, hat das irgendeine Bedeutung für dich dann? Ich denke, die Antwort ist offensichtlich. Um das zu verdeutlichen, schau dir einfach diesen Ausschnitt aus der Konferenz an, die mich besonders beeindruckt hat. Sommer 2021. Brände, Überschwemmungen, Wirbelstürme, Hitzewellen. Was geschieht mit dem Planeten? Sie sind es gewohnt zu hören, dass die globale Erwärmung auf dem Planeten auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist. Die Wahrheit ist, das Problem ist viel größer als das und es gewinnt schnell an Dynamik. Und es gibt nichts, was wir tun können, um es zu kontrollieren. Die Gründe für das, was geschieht, liegen im Inneren des Planeten, der in eine Periode globaler Katastrophen eingetreten ist. Erdkern. Im Jahr 1998 wurde eine heftige Verschiebung des Planetenkerns festgestellt. Danach stellten die GRACE-Satelliten und Sensoren auf der Erdoberfläche eine anormale Ausdehnung des Planeten am Äquator sowie eine Erwärmung von innen fest. Durch die Verschiebung des Kerns gerät dieser aus dem Gleichgewicht. Mit seinen Schwingungen erzeugt er Schockwellen, die sich an der Oberfläche des Planeten durch vermehrte Erdbeben und Risse in der Erdoberfläche bemerkbar machen. Durch diese Risse entweicht eine große Menge an Wasser in das Innere des Planeten. Flüssiges Magma strömt an die Oberfläche und erhitzt dieses Wasser. Das Wasser verdunstet und entweicht in die Atmosphäre. Diese enormen Wassermassen fallen in Form von plötzlichen sintflutartigen Regenfällen herab. Als sich der Planet ausdehnte, begannen sich neue Kontinentalrisse zu bilden. Die Zahl der Vulkanausbrüche nahm deutlich zu. Tsunamis, auch katastrophale, Tornados, tropische Stürme und Hurrikane wurden häufiger. Überschwemmungen und Waldbrände sind Teil der täglichen Nachrichten geworden. Seit 2015 hat sich die Situation noch verschärft und heute nimmt die Verformung des Planeten weiter enorm zu. Erdbeben. Erdbeben mit Magnitude größer als 8,5 nahmen in den letzten 20 Jahren dramatisch zu. Seit 2003 begann die Synchronisation der seismischen Geräusche, was bedeutet, dass sich die Erde auf ein Mega-Erdbeben vorbereitet. Laut Wissenschaftlern wird es sich im japanischen Archipel ereignen und eine Magnitude von mehr als 10 haben, was 32 Mal stärker ist als das Tohoku-Erdbeben von 2011 mit Magnitude 9. Ganze Länder können jeden Moment von der Erdoberfläche verschwinden. Vulkane. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts verdoppelte sich die Zahl der starken Vulkanausbrüche als Folge
der ansteigenden inneren Energie des Planeten. Auch die Stärke der Ausbrüche und die Menge der freigesetzten Asche und Lava nimmt stetig zu. Heute leben etwa 600 Millionen Menschen in der Nähe aktiver Vulkane, die jeden Moment ganze Städte vernichten können. Und jeden Tag steigt die Wahrscheinlichkeit dieser Ereignisse an. Gletscher. Die Gletscher in Grönland und der Antarktis verlieren aktuell dreimal mehr Masse als noch vor 30 Jahren. Man sagt uns, dass die globale Erwärmung die Ursache sei. Man sagt uns nicht, dass die Gletscher aufgrund der intensiven Wärmeabgabe aus dem Erdinneren von unten nach oben schmelzen. Zum Beispiel schmilzt die Antarktis nur auf der Westseite, wo es eine riesige Magmakammer gibt. Die Gletscher Grönlands schmelzen aus einem ähnlichen Grund. Offensichtlich hat der Mensch keinen Einfluss auf das Geschehen. Weltozean. Im Jahr 2019 stieg die Temperatur des Weltozeans um 0,075 Grad Celsius über den Durchschnitt. Das mag nicht viel erscheinen, aber in Wirklichkeit sind die Zahlen katastrophal. Die Energie für eine solche Erwärmung entspricht der Explosion von 3,5 Milliarden Atombomben, die auf Hiroshima abgeworfen wurden, und diese Energie kam aus dem Inneren der Erde. Das Schmelzen des Meereises und die Ausdehnung des sich erwärmenden Wassers führen in den letzten 30 Jahren zum Anstieg des Meeresspiegels um fast 15 cm, und das ist erst der Anfang. Auch die Anzahl und Stärke der Stürme nehmen zu, ebenso wie eine deutliche Beschleunigung der Strömungen. Wirbelstürme, Tornados. Das Jahr 2020 brach alle Rekorde für die Häufigkeit von Orkanen und tropischen Wirbelstürmen auf dem Planeten seit der Zeit der Wetterüberwachung. Aufgrund der zunehmenden Luftfeuchtigkeit und der steigenden Temperaturen nahm die Intensität und Anzahl der Tornados zu. Sie wurden häufiger dort, wo sie früher selten waren. Seit den 50er Jahren hat sich die Zahl der Tornados in Europa verzehnfacht und nimmt weiter zu. Temperaturanomalien und Rekorde. Nach den Daten, die für den Bericht des Klimarates über den Klimawandel erstellt wurden, ist die Durchschnittstemperatur auf dem Planeten in den letzten 140 Jahren um 1 Grad Celsius gestiegen, in der Arktis sogar um 3 Grad Celsius. Die katastrophalen Folgen können wir schon jetzt vor unserer Tür sehen. 19 der 20 wärmsten Jahre in der Geschichte der meteorologischen Beobachtungen auf dem Planeten wurden im Zeitraum seit dem Jahr 2000 beobachtet. Trotz der globalen Erwärmung nehmen die Kälterekorde zu. Zum Beispiel gab es im Februar 2021 in Texas, USA, mehr als 2500 Rekordtiefsttemperaturen. So etwas kam in der Geschichte der Wetterüberwachung davor nie vor. Seit 2000 sind mehr als 5 Milliarden Menschen an extremen Temperaturen gestorben, davon 4,5 Millionen an der Kälte. Auch Temperaturextreme von bis zu 40 Grad treten immer häufiger auf. Selbst Maschinen, ganz zu schweigen von Menschen, halten solche plötzliche Temperatursprünge nicht aus. Schneefälle. Abnormale Schneefälle türmen in nur wenigen Stunden viele Meter Schneeberge auf und begraben Städte und Ortschaften buchstäblich unter sich. Sie tauchen plötzlich an ungewöhnlichen Orten auf, zum Beispiel in Regenwäldern und Wüsten. Hagel. Auch Hagel ist abnormal geworden. Durch den Temperaturanstieg werden die Hagelkörner riesig und stachelig. Ein Durchmesser von 2,5 cm gilt schon als groß, aber heutzutage fallen bei Unwettern Eisbrocken von der Größe eines Baseballs oder noch größer vom Himmel auf Menschen. Solche Eisbrocken können mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160 km pro Stunde fallen. Hagel zerstört Ernten, beschädigt die Infrastruktur
und stellt eine direkte Bedrohung für Menschenleben dar. Überschwemmungen. Überschwemmungen sind eine der häufigsten Naturkatastrophen, die zudem an Stärke zunehmen. Vor 60 Jahren wurden nur 8 größere Überschwemmungen pro Jahr verzeichnet. Im Jahr 2020 stieg diese Zahl jedoch um das 25-fache und belief sich auf 201 Fall. Außerdem begannen sie synchron aufzutreten, in mehreren Ländern gleichzeitig. Nach Angaben der Nationalen Ozeanischen und Atmosphärischen Administration NOAA ist die Zahl der Überschwemmungen in den USA in den letzten 30 Jahren um etwa 100% gestiegen. Zwischen 1998 und 2017 waren weltweit mehr als 2 Milliarden Menschen von Überschwemmungen betroffen. Blitze. Durch das Entweichen von Gasen aus dem Erdinneren und den Temperaturanstieg wurden Gewitter immer häufiger zur Ursache für viele Waldbrände. Unter diesen Bedingungen werden Blitze zu zündenden Funken. Blitze haben sich sogar jenseits des Polarkreises gehäuft und nähern sich sogar dem Nordpol. In den letzten 10 Jahren hat sich die Anzahl der Blitze, die über 65. Grad nördlicher Breite auftreten, versiebenfacht. In letzter Zeit wird eine Zunahme seltener trockener Gewitter sowie tödlicher Gewittersuperzellen beobachtet. Erdrutsche und Schlammlawinen. Die Häufigkeit und Schwere von Erdrutschen und Schlammlawinen nimmt jedes Jahr rapide zu. Massive Wassermassen erodieren das Gestein, wodurch Millionen Kubikmeter Erde und Gestein die Hänge hinunterstürzen, alles mitreißen, was ihnen im Weg steht, und den Tod von Menschen verursachen. Die Zahl der dadurch verursachten Todesopfer steigt stets an. Allein in Japan hatte die Zahl dieser Katastrophen in den letzten 10 Jahren um fast 50% zugenommen. Und dieses Phänomen betrifft immer mehr Gebiete. Die Menge und das Ausmaß der neu entstandenen Einsturztrichter ist schockierend. Allein in der Türkei im Flachland Konya bildeten sich im Jahr 2021 über 600 Einsturztrichter. Ende Mai wurden Bauern in Mexiko Zeugen, wie ein Feld einbrach und sich ein riesiges Loch vor der Größe eines mehrstöckigen Gebäudes bildete. In Kroatien wurden mehr als 100 neue Erdfälle entdeckt und sie bilden sich weiterhin überall auf der Welt. Erdrutsche und Erdbrüche. Die Erde verformt sich stark und es entstehen Risse und Brüche. Früher entsprachen sie den Orten tektonischer Spannungen, aber jetzt erscheinen sie an den untypischen Stellen. Austrocknung von Flüssen und Erschöpfung des Grundwassers. Die abnormale Ausdehnung des Planeten entlang des Äquators führt zur Austrocknung von Gewässern, zur Absenkung des Grundwasserspiegels, zur Bildung von Dolinen in Gewässern und damit zur Verringerung der Süßwasserreserven. So sind beispielsweise in den letzten 20 Jahren mehr als die Hälfte der Flüsse in China komplett ausgetrocknet. Die WHO berichtet, dass bereits 40% der Weltbevölkerung von Wasserknappheit betroffen sind. Dürre. Dürre und Wüstenbildung werden immer häufiger zur Ursache für Hunger, Armut, gefährliche Infektionen, Massenmigrationen und bewaffnete Konflikte. Zwischen 1998 und 2017 waren von dieser extrem gefährlichen Entwicklung, die bereits ein Drittel der Erdoberfläche betrifft, 1,5 Milliarden Menschen betroffen. Brände. Brände haben ein neues Level erreicht. Brände entstehen in Bereichen der Erdkruste, in denen Wasserstoff, Methan und andere brennbare Gase aus dem Untergrund freigesetzt werden. Aus diesem Grund lassen sich diese Brände nicht löschen. Sie breiten sich geografisch immer weiter aus. Selbst die Arktis steht bereits in Flammen, wo es laut der Weltorganisation für Meteorologie 2019 die größten und zerstörerischsten Brände der letzten 10.000 Jahre auf der Nordhalbkugel gab. Magnetfeld. Die Geschwindigkeit der Drift des magnetischen Nordpols hat sich versechsfacht. Nach Ansicht der Wissenschaftler ist dies auch eine Folge der stärksten Energieemissionen aus dem Planetenkern. In den letzten 200 Jahren hat das Magnetfeld etwa 9% seiner Kraft verloren und schwächt sich weiterhin beschleunigt ab. Zwischen Afrika und Südamerika hat sich eine Lücke im Magnetfeld mit einer Fläche von ca. 8 Millionen Quadratkilometer gebildet, die ständig wächst. Die Schwächung des Magnetfeldes droht nicht nur zu Fehlfunktionen in vielen technischen Geräten zu führen, sondern sie wird uns auch den Schutz vor der tödlichen kosmischen Strahlung nehmen. Ozonlöcher und kosmische Strahlung.
Der Ozonschutzfilter unseres Planeten wird immer dünner, obwohl vor 30 Jahren im Rahmen des Montreal-Protokolls fast alle Freons, die angeblich die Ozonschicht zerstören, aus der Produktion genommen wurden. So lag das Ozondefizit in der Ozonanomalie auf der Nordhalbkugel im Jahr 2011 bei 35%, im Jahr 2020 aber bereits bei über 50%. In der Antarktis liegt es bei 70%. Die Gründe für die Ozonzerstörung sind Wasserstoffemissionen aus dem Erdinneren entlang der Erdoberfläche und eine Zunahme der kosmischen Strahlung. Das Verschwinden der schützenden Komponenten des Planeten, wie zum Beispiel des Magnetfeldes und der Ozonschicht, könnte zu einem vollständigen Verschwinden der Atmosphäre und allen Lebens auf dem Planeten führen, ähnlich wie es auf dem Mars geschah. Synchronisation. Vor 2020 traten Katastrophen punktuell auf. Jetzt wird eine Synchronisation der Kataklysmen beobachtet. Das bedeutet, dass sie gleichzeitig auftreten. Naturkatastrophen treten in Resonanz, werden stärker, führen zu größerer Zerstörung und breiten sich über größere Gebiete aus. Heute brennt die Erde buchstäblich unter unseren Füßen und kollabiert direkt unter uns. Schon jetzt sehen wir Millionen von Menschen, die gezwungen sind, auf der Suche nach Nahrung, Wasser und bewohnbarem Land umherzuziehen, und morgen werden wir alle unter ihnen sein. Bist du darauf vorbereitet? Bis jetzt befand sich die Menschheit in einem todgefährlichen Schlaf des Konsumformats. Nur so ist es zu erklären, dass wir zwar die Agonie unseres Planeten mit eigenen Augen sehen, aber nicht wahrhaben wollen, dass dies das Ende unserer Zivilisation sein könnte. Wir haben noch eine Chance. Die letzte Chance. Jetzt hast du gesehen, was auf der Welt tatsächlich passiert. Du sagst vielleicht Angstmacherei, Panikmache, apokalyptische Sekte womöglich. Ja, das sagst du jetzt. Und was sagst du morgen, wenn du, wie viele andere in Belgien zum Beispiel, auf dem Dach gestanden haben, um die Leben anderer Menschen zu retten oder eigene Familie, aber auch eigenes Leben zu retten. Die waren einfach hilflos. Warum eigentlich? Sind wir überhaupt vorbereitet für die ansteigenden Kataklysmen, die uns noch bevorstehen? Also die letzten Wochen, sowohl in Deutschland als auch in Österreich und in Belgien, haben eindeutig gezeigt, dass wir gar nicht vorbereitet sind. Wir hoffen auf Rettungskräfte, die uns mal retten. Hast du aber darüber nachgedacht, dass diese Rettungskräfte auch ihre Familien haben und dass sie morgen nicht einmal dich retten können, weil sie sich um ihre Familien kümmern müssen? Hast du darüber nachgedacht? Meine Muttersprache ist eigentlich Russisch, aber ich nehme meine Vlogs auf Deutsch, um dein Leben zu retten und das Leben anderer deutschsprachigen Menschen, weil es mir das nicht egal ist und weil es mir sehr wichtig ist, alle Menschen, jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt zu retten. Die Verantwortung zu übernehmen ist menschliche Eigenschaft. Die Augen zu verschließen und von Problemen wegzulaufen ist eigentlich die Eigenschaft des tierischen Ursprungs. Aber selbst bei Tieren ist es so, dass sie sich umeinander kümmern. Bei Menschen ist es leider nicht der Fall. Zumindest nach meinen Beobachtungen letzter Jahre oder überhaupt in meinem Leben. Natürlich betrifft das nicht alle Menschen. Es gibt Gott sei Dank verantwortungsvolle Menschen, die sehr viele Menschen retten
während ich gerade diesen Vlog aufnehme. Und das freut mich unheimlich, dass es solche Menschen noch gibt. Es ist mittlerweile jedem Kind klar, dass die globalen Kataklysmen mit CO2-Ausstoß oder sonstigen anthropogenen Faktoren nichts zu tun haben. Denn menschlicher Faktor betrifft nur 1% von dem Ganzen, was gerade geschieht. Das hat was mit der Zyklizität unseres Planeten zu tun. Unser Planet erreicht jede 12.000 Jahre einen bestimmten Punkt in der Galaxis, wo die Einwirkung auf den Planeten am höchsten ist. Vor 12.000 Jahren haben die Menschen unseres Planeten das miterlebt und haben genauso wie jetzt nicht gehandelt. Die haben genau wie du gedacht, ach, das wird mich bestimmt nicht betreffen, das wird sich schon beruhigen, das passiert jedes Mal. Das Wetter verändert sich jedes Mal, also die Überschwemmungen und Vulkanausbrüche etc. gab es schon immer. Die haben genauso gedacht wie du jetzt. Das, was wir jetzt bereits sehen, sind nur die Blümchen. Die Beeren kommen ganz, ganz bald. Und was sagst du dann? Wohin willst du weglaufen? Du hast ja nur diesen einen Planeten und du hast nicht die Möglichkeiten, andere Planeten zu besuchen. Denn wir entwickeln uns ja überhaupt nicht als Zivilisation. Wir sind ja nicht einmal Zivilisation, denn Zivilisation als Begriff bedeutet Einheit. Und wir sind getrennt in allen Bereichen. Wir trennen uns nach Hautfarben, Religionen, Status in der Gesellschaft, vergessen aber eins, was uns eigentlich vereint. Und uns vereint die Menschlichkeit. Sollten wir nicht auf diese Eigenschaft uns konzentrieren und uns endlich vereinen, damit wir die kommenden Kataklysmen gemeinsam überleben können? Jetzt stellst du dir wahrscheinlich die Frage, wie kann ich die Kataklysmen stoppen? Nein, kannst du definitiv nicht mehr. Diese Zeit ist vorbei. Wir hatten diese Chance, die klimatischen Kataklysmen zwar nicht zu stoppen, aber besänftigen, indem wir die Wissenschaft in die Richtung lenken könnten, die dafür sorgt, dass wir freie Energie bekommen, dass wir bestimmte Technologien, die es schon seit Jahrzehnten gibt, ja seit Jahrhunderten manche, wir könnten all diese Technologien schon längst nutzen dafür, um zum Beispiel die Natur zu retten. Denn Natur ist unsere Umgebung. Das ist unsere Existenzgrundlage. So wie Wald, Ozean,
Wasser allgemein. Das ist das, ohne was wir nicht leben können, wir Menschen auf diesem Planeten. Und wir haben sie komplett ausgebeutet. Und Ozeane und Gewässer auf dem Planeten verseucht. Wovon wollen wir eigentlich leben? Die Wälder sind vernichtet worden und die Wälder wie Ozean auch sind unsere Lungen. Und wenn wir keine Lungen haben, können wir überhaupt atmen? Unser Planet erreicht, wie ich schon sagte, den Punkt in der Galaxis, wo zwei Galaxien zusammenwirken. Und die andere Galaxie wirkt genau auf unseren Planeten ein. Und das erschüttert nämlich den Kern unseres Planeten. Die Erschütterung des Kerns verursacht wiederum die Schwächung des Magnetfeldes. Und Magnetfeld ist unser Schutz, also Schutz unseres Planeten. Und wenn das geschwächt ist, dann kommen die kosmischen Strahlungen von der anderen Galaxie, nämlich Gamma-Strahlungen. Das sind radioaktive Strahlungen, die dafür sorgen, dass wir auf dem Planeten jetzt immer häufiger Sauerregen haben. Was bedeutet eigentlich Sauerregen? Sauerregen ist eine Schwefelsäure, die alles auf ihrem Wege vernichtet. Dieser Regen vernichtet nicht nur Pflanzen, sondern alle Lebewesen, unter anderem auch die Menschen. Und stell dir vor, wenn das dich betrifft und der Regen, wie du weißt, erreicht jeden Punkt auf dem Planeten, auch dein Haus, sehr bald. Und wenn wir nichts unternehmen, wenn wir uns nicht vereinen, dann hast du auch verloren. Zurück zu dem Magnetfeld und zu der Strahlung. Die Strahlung, dadurch, dass das Magnetfeld geschwächt ist und die Strahlung durch die Ozonschicht durchdringt, wird die Ozonschicht immer dünner. Jedes Jahr um 400 Meter und sehr bald, also das sind keine Jahrzehnten, also unter 5 Jahren, haben wir gar keine Ozonschicht. Was bedeutet das für unseren Planeten und für unsere Zivilisation? Das bedeutet das Ende. Das ist das, was Mars, Mond bereits erlebt haben. Die haben identische Fehler gemacht, wie wir jetzt auch machen. Ohne Ozonschicht haben wir weder Luft noch Wasser. Das ist das Ende. Deshalb möchte ich dich als Menschen bitten, handle jetzt, denn morgen wird es zu spät sein. Morgen kannst du nichts mehr ändern, wenn du jetzt nicht angefangen hast. Es gibt eine einheitliche Plattform, alatraunites.com, auf der sich jetzt alle Menschen vereinen, um diese Probleme gemeinsam zu lösen. Wir nutzen dabei unseren kollektiven Verstand. Wenn wir einzeln handeln, können wir nichts unternehmen, können wir auch nichts ändern. Aber wenn wir kollektiven Verstand, kollektives Bewusstsein nutzen, dann kommen solche Ideen und solche Technologien, dann kommen solche Ideen, auf die wir einzeln niemals drauf kommen könnten. Wissenschaftler, IT-Experten, einfache Menschen wie du und ich sollten bereits jetzt handeln. Auf der Webseite alatraunites.com gibt es einen roten Knopf Mitmachen. Wenn du darauf klickst, kannst du entweder aktiv oder passiv an dem Projekt Kreative Gesellschaft beteiligen. Was genau Kreative Gesellschaft ist, siehst du auch auf dieser Webseite. Und wenn du Fragen hast zu der kreativen Gesellschaft und die Fragen werden kommen, mit Sicherheit, das war auch bei mir so, das war auch bei anderen Menschen so, dann nimm ganzen Mut zusammen und schreib einfach in dem Kontaktformular
deine Fragen, wie du mithelfen kannst, und du wirst eine Antwort bekommen. Denn nur gemeinsam können wir alle, wirklich alle Probleme überwinden. Auch globale Katastrophen werden für uns keine Probleme sein. Denn es gibt mittlerweile solche Technologien, die Millionen Menschen innerhalb von wenigen Minuten retten können. Und zwar von einem Punkt A zum Punkt B innerhalb also kurzer Zeit Millionen Menschen hinbringen. Von dem Ort, wo gerade irgendeine Katastrophe stattfindet. Nur diese Technologien können wir jetzt nicht nutzen, weil wir noch immer Macht und Machthaber haben. Und die verwandeln jede Technologie, wie wir wissen, aus der Erfahrung der letzten 6000 Jahre, in eine Waffe gegen dich und die anderen Menschen. Wenn wir uns vereint haben und eine menschliche, kreative Gesellschaft aufgebaut haben, dann wird diese Macht nicht mehr vorhanden sein. Denn wir, über 99%, die in einer friedlichen, glücklichen Welt leben wollen, wir sind mehr als 99%. Sollte 99%, die 1% oder weniger, weit unter 1% Unmenschen fragen, wie wir zu leben haben, stell dir einfach vor, es stehen 99 Menschen vor dem einen Menschen und beten ihn darum, unser Leben zu verändern oder zu verbessern. Ist das nicht dumm? Wäre es nicht besser, dass diese 99 Menschen einfach umdrehen von diesem einen Menschen und die Welt aufbauen, die sie wollen, von der sie träumen? Denn das, was wir jetzt sehen, sind nur Folgen unseres Handelns. Wir haben mit unseren Händen diese Welt aufgebaut, in der wir jetzt uns befinden. Mit Corona, mit all diesen Krisen, wirtschaftlichen Krisen, aber auch sozialen Krisen, geschweige denn klimatische Veränderungen. Wenn wir diese Welt aufgebaut haben, diese tierische Welt, dann können wir mit denselben Händen auch menschliche Welt aufbauen. Es ist doch logisch, oder? Schließe dich jetzt der kreativen Gesellschaft an, denn morgen wird es zu spät sein. Ich hoffe, dass du meine Botschaft erhört hast und hoffe auf deine Menschlichkeit. Vielen Dank.